Alter. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video, wie der Titel schon verrät, geht es um das sogenannte Sasuteki Rig oder auch Reverse Texas Rig genannt. Wie es zu dem Namen kommt und was es damit auf sich hat, das wird im weiteren Verlauf des Videos auch noch klarer. Ich gehe auch später nochmal kurz auf die Namensgebung dieses Rigs ein. Das Sasuteki Rig ist perfekt geeignet, wenn ihr viel im Cover fischt. Also wenn ihr viel Kraut- oder Seerosenfelder in eurem Gewässer habt, könnt ihr mit diesem Rig wunderbar durch die Krautschicht durchpanschen. Gerade auch für die Vertikalfischerei vom Boot ist dieses Rig optimal geeignet. Kommen wir zur Zutatenliste. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht einmal einen Offset-Haken. Ihr braucht ein Bullet Weight. Ihr braucht ein Stück Draht. Ähnlich dem Draht, den man auch für Spinnerbaits benutzt. Einfach ein stabiles Stückchen Draht, was nicht so schnell verbiegt. Diesen Draht hier, dieses Stück Draht habe ich so gekauft. Der hat hier oben noch eine Öse drinne. Das ist dann auch später bei dem Rig von Vorteil, dass hier schon eine vorgefertigte Öse ist. Das seht ihr aber gleich. Ihr braucht natürlich einen Köder. Hier habe ich mal Craw-Imitate, also Krebsimitate. Die sind super geeignet für dieses Rig. Ihr seid dabei aber auch nicht festgelegt auf den Köder, sondern könnt natürlich entsprechend auch rumexperimentieren. Darum geht es für mich auch hier, dass ich euch einfach nur entsprechend inspirieren will und ihr dann auch rumprobieren könnt. Und was ihr natürlich noch braucht, das hatte ich vorhin vergessen, einen Seitenschneider. Mit dem könnt ihr dann entsprechend den Draht dann zurechtschneiden. Als allererstes nehmt ihr ein Stück Draht. Ich habe jetzt hier schon eine Öse vorgefertigt. Ihr müsstet dann, wenn ihr einfach ein Stück Draht habt, genau das machen, was hier schon vorgefertigt ist. Ihr müsstet dort eine kleine Öse reinbiegen. Und zwar auch so ungefähr von dieser Größe. Eine kleine Öse. Wenn ihr das gemacht habt, so, wenn ihr die Öse im Draht habt, als allererstes nehmt ihr euer Bullet Weight mit der breiteren Seite nach vorne. Dann nehmt ihr euer Stück Draht mit der Öse, die ihr dann schon mit einer Zange reingebogen habt, und schiebt jetzt den Draht einmal so rein, dass die Öse hier beim breiteren Teil des Bullet Weights rausguckt. So, der Draht ist hier jetzt natürlich zu lang, das sieht man hier. Jetzt müsst ihr mit dem Drahtschneider das überstehende Stück abschneiden, aber fokussiert, achtet darauf, dass ihr noch so ein paar Millimeter Überstand lasst. Ich sage, ich schneide ungefähr hier ab. Jetzt sieht das Ganze so aus. Hier auf dieser Seite guckt jetzt nur ein kleiner Nupsi raus und den kleinen Überstand, den verbiege ich jetzt einmal nur kurz ein bisschen nach links oder nach rechts mit einer Zange. So, da der Draht noch so ein bisschen weit rausgeguckt hat, habe ich den noch mal gestutzt, so dass der Draht nun jetzt kaum noch zu sehen ist hier oben, aber trotzdem in dem Bullet Weight drin hält, weil er noch so leicht nach links gebogen ist. Also der hält fest. So, und jetzt montieren wir das Ganze. Als allererstes nehme ich meinen Gummiköder und packt euch den Gummiköder hier am Kopf der Krabbe oder an dem Kopf des Krebs. Nehmt euren Haken und zieht ihn hier vorne einmal durch die Schnauze durch. Ganz normal. Offset Hooking. Zieht ihn einmal durch, dreht ihn. Also quasi genau andersrum, wie man es regulär machen würde. Also hier sieht man ja hier die Klauen des Krebses sind vorne und die Hakenspitze geht nach hinten weg. Jetzt haben wir das Ganze erstmal so aufgehakt. So. Und jetzt nehme ich mein Bullet Weight mit der Öse hier und schiebe die Öse hier vorne in den Köder rein. So. Dass die Öse jetzt so drinne steckt. Die muss ich jetzt so festhalten, sonst fällt das Ding ab. Aber der Trick jetzt dabei ist, ich werde jetzt mit der Hakenspitze durch diese Öse stechen, durch den Köder. Das ist prinzipiell dann so am Köder hält. Nur im Gummiköder drinne. Das heißt, ich stecke das Bullet Weight mit der Öse hier nochmal rein. Und jetzt muss ich nur noch mit der Hakenspitze die Öse treffen
So. Und fertig ist das Sazutaki Rack. Also dadurch, dass das Bullet Weight jetzt mit der Hakenspitze aufgezogen wurde, fällt es auch nicht runter. Und jetzt haben wir das Ganze erstmal so fertig montiert. So sieht das Ganze dann montiert aus. Hier sieht man es auch ein bisschen. Da ist die Öse und der Haken ist durch die Öse gezogen. Und ja, prinzipiell hier kommt dann eure Schnur ran. So, was jetzt noch fehlt, ein Stück Fluorocarbon. Um euch das Prinzip des Sazutaki Rigs einmal zu zeigen. So, ich knote das Ganze direkt an den Haken ran, an die Hakenöse. So, jetzt habe ich das einmal fertig rangeknotet mit meinem Fluorocarbon-Vorfach. Kann ich die Krampe so festhalten. Und der Vorteil, wie gesagt, dieses Rigs ist bei viel Kraut unter Wasser. Und zwar liegt das daran, dass erstens fertig ist das Sazutaki Rig. Markant ist hier, dass die Hakenöse am Kopf des Krebses austritt und dass das Bullet Weight fest am Hinterteil des Krebses sitzt und nicht wie beim klassischen Texas Rig über die Schnur läuft, sondern fest am Krebs montiert ist. Das bedeutet aber nicht, dass das Bullet Weight nicht flexibel ist. Das ist jetzt nicht komplett fest wie beim Jig-Kopf, sondern es kann sich noch bewegen. Das heißt, der Krebs hat beim Auftreffen am Grund noch Bewegungsspielraum durch das bewegliche Bullet Weight und hat dadurch natürlich nochmal eine realistischere Aktion. Und jetzt zeige ich euch mal, warum das Ganze auch Reverse Texas Rig genannt wird. Und jetzt vergleiche ich das Ganze mal mit einem klassischen Texas Rig. Habe ich hier auch einmal aufgebaut. So. So, hier haben wir einmal das klassische Texas Rig mit einem freien Bullet Weight auf der Schnur. Und wichtig, die Hakenspitze tritt hier in Kopfrichtung aus und eingehakt wird am Ende des Krebs hier, am Hinterteil. Genau das Gegenteil, also Reverse, haben wir hier beim Sazutaki Rig. Also der Köder liegt ja auf der gleichen Seite, nur dass hier am hinteren Teil die Hakenspitze austritt und nicht wie beim Texas Rig an der vorderen Seite. Und natürlich auch die Schnur bzw. die Hakenöse am Kopf montiert wird. So, und der Vorteil gerade dieses Rigs, wenn man im Cover fischt, im Kraut, ist, dass man den Köder direkt, dadurch, dass die Hakenöse hier oben ist, so von oben nach unten durchs Kraut schießen kann. Das ist bei dem Texas Rig nicht möglich, weil wenn ich den so runterhalte an der Schnur, da ist der Krebs unten und das Bullet Weight oben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel vertikal durchs Kraut punchen will, muss ich dafür erstmal sorgen, dass das Bullet Weight als allererstes durch das Kraut durchschlägt. Zudem ist das Bullet Weight ja auch beim Texas Rig beweglich auf der Schnur. Das heißt, sogar unter Wasser, wenn man, sag ich mal, den Köder so über den Grund fischt, dann kann sich die Schnur auch hier beim Texas Rig schneller irgendwo verheddern an Ästen oder im Kraut. Da das Rig hier sehr kompakt zusammenhängt, ist da die Hängergefahr auf jeden Fall geringer. Zudem, wie gesagt, wenn man vertikal zum Beispiel vom Boot durchs Kraut punchen will, dann hat man natürlich den Riesenvorteil, dass hier das Bullet Weight vorausschießt wie eine Patrone durch das Kraut. Und hier im Vergleich nochmal das Texas Rig. Wenn ich das jetzt so runterfallen lasse, dann landet natürlich der Gummiköder auf dem Kraut und das Bullet Weight fällt sogar noch weg vom Köder. Das heißt, da habe ich keine Chance, in irgendeiner Weise durchs Kraut zu kommen. Deswegen ist dieses Rig gerade auch von der Physik, das natürlich das Bullet Weight nach unten zeigt, wunderbar dafür geeignet, vertikal durchs Kraut zu punchen. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Variante des Sazutaki Rigs. Eben habe ich euch die Variante gezeigt, wie ihr das Ganze selber bauen könnt, mit einem Stück Draht, mit einem Bullet Weight und so weiter und so fort. Die Firma Zappu bietet noch vorgefertigte Sazutaki Bullet Weights. Die haben schon eine integrierte Drahtöse drinne, die man dann entsprechend, das mache ich jetzt nicht, aber hier in den Gummiköder reinschieben kann und dann seinen Haken durch diese kleinen Ösen ziehen kann, sodass das Bullet Weight hier fest vorne dran ist. Und dann hat man im Prinzip das gleiche, was ich eben selber gemacht habe auch. Nur, dass man sich dann die Zeit spart, das Ganze selber zu bauen.
Ich finde aber, das selber bauen ist überhaupt nicht schwer. Man braucht einfach die Materialien dazu. Wichtig ist hierbei der Draht. Ansonsten denke ich so, dass jeder Spinnfischer einen Offset-Haken und einen Bullet-Weight mit in seiner Angelausrüstung drin hat. Es fehlt nur noch ein kleines Stückchen stabiler Draht, den man dann entsprechend mit dem Bullet-Weight verbindet. Zur Führung des Rigs. Als allererstes natürlich wählt ihr das Gewicht entsprechend der Weed-Packung, die ihr durchstechen wollt. Und dann puncht ihr das Ganze einfach durchs Kraut durch. Wenn ihr zum Beispiel den Fisch im Kraut vermutet oder unterm Kraut, dann könnt ihr den Köder einfach, ja zum Beispiel vertikal, durchs Kraut durchschießen lassen. Und dann unten am Grund, das ist ja auch ein Krabbenimitat, ein Krebsimitat, dann lasst ihr das Ding einfach am Grund stehen, ja, und zuppelt entsprechend dessen, wie hier, entweder den Krebs leicht über den Grund oder ihr hebt kurz an oder ihr schleift den über den Grund. Das ist euch dann entsprechend selbst überlassen. Es ist natürlich eine grundnahe Präsentation hier angebracht, einfach weil wir auch einen Krebs imitieren. Aber wie gesagt, Grenzen sind da nicht gesetzt. Auf jeden Fall definitiv zu nutzen. Wenn ihr zum Beispiel mit Kraut- oder Seerosenfeldern zu kämpfen habt, ist das auf jeden Fall auch nochmal eine sehr gute Option, um da durchzukommen. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da, ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine Tightline am Wasser. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.